Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Lerneinheit in Ihrem mediengestützten Unterricht. Heute machen wir mal alles ganz anders. Es gibt immer wieder viele E-Mails von unseren Teilnehmern, die sagen, wir hätten gerne im Fach Rechnungswesen, Kosten- und Leistungsrechnen mal was vorgerechnet. Wir tun uns so schwer. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen heute mal eine Lerneinheit dazu. Sie finden zu diesem mediengestützten Unterricht auch ein Dokument, das Sie sich sinnvollerweise herunterladen, denn ohne dieses Dokument können Sie nicht mitrechnen. Das hängt direkt an dieser Datei, also an diesem Film mit dran. Also falls Sie es noch nicht gemacht haben, jetzt bitte kurz stoppen, dieses Dokument runterladen und ausdrucken, damit Sie mitschauen und mitrechnen können. Sie haben sich's heruntergeladen, okay, dann kann es direkt losgehen. Ich lese Ihnen zur Sicherheit aber die Aufgabe nochmal vor, weil ich natürlich nicht weiß, in welcher Situation Sie gerade sind, ob Sie es irgendwo auf dem iPhone vielleicht gerade nutzen, dieses Video, und deswegen gar nicht die Aufgabe lesen können. Die erste Aufgabe, mit der geht's los, heißt, nach Ihrer erfolgreichen Weiterbildung sind Sie in die Geschäftsleitung Ihres Arbeitgebers aufgestiegen. Was denn sonst? Zu Ihren Aufgaben gehört unter anderem die Wirtschaftlichkeit bestimmter Produkte zu beurteilen. Im konkreten Fall geht es um die Einführung eines neuen Produktes, für das Ihnen folgende Eckdaten vorliegen. So, und die kommen jetzt ganz kurz. Wir haben einen Verkaufspreis von 25 Euro. Wir haben einen Einstandspreis von 10 Euro. Wir haben Preise oder Kosten für die Verkaufsverpackung von 2 Euro. Wir haben Fixkosten für dieses Produkt von 5.000 Euro. Vertriebskosten, einmalige Vertriebskosten von 1.000 Euro und wir haben eine geplante voraussichtliche Absatzmenge von 1.000 Stück. Das sind jetzt die Rahmenbedingungen und jetzt besteht unsere Aufgabe darin, die folgenden Fragen für die nächste Sitzung der Geschäftsleitung aufzubereiten und zu beantworten. Und jetzt geht's los mit der Frage Nummer A oder 1. Wie hoch ist der Deckungsbeitrag je Stück? Und wie hoch ist der Gesamtdeckungsbeitrag bei diesem Produkt? Und das schauen wir uns jetzt an, wie Sie das ausrechnen. Wir sagen uns also, wir haben als erstes, ich muss hier immer noch spicken, dass ich die Daten alle habe, einen Verkaufspreis. Man könnte auch sagen, Umsatzerlöse von 25 Euro. Die Frage war ja nach dem Deckungsbeitrag, das heißt, wir müssen den Einstandspreis von 10 Euro hier noch abziehen und wir haben des Weiteren noch die Verkaufsverpackung, das sind auch Variable, von 2 Euro zu berücksichtigen. Wenn wir also den Deckungsbeitrag ausrechnen sollen, dann gehen wir immer von unserem erzielbaren Verkaufspreis aus, in dem Fall die 25 Euro, und ziehen alle bekannten variablen Kosten ab. Und dann haben wir schon den Deckungsbeitrag. Und das machen wir jetzt hier. Das geht notfalls auch noch im Kopf. 25 minus 10 ist 15, minus 2 ist 13 Euro. Und das, was wir jetzt errechnet haben, wäre in dem Fall der Stückdeckungsbeitrag. Und nachdem die Aufgabe lautet, wie hoch ist der Stückdeckungsbeitrag und der Gesamtdeckungsbeitrag, dann können wir sagen, 13 Euro ist der Stückdeckungsbeitrag und nachdem wir 1.000 Stück in etwa verkaufen wollen, müssen wir als letztes nur noch 13 mal 1.000 Stück rechnen. Und das bedeutet, wir haben einen Gesamtdeckungsbeitrag von 13.000 Euro. Wichtig für Ihre Prüfung ist immer, dass Sie das, was Sie da hinschreiben, nachvollziehbar machen, dass das der Korrektor auch begreifen kann, was Sie da gerechnet haben. Und dass Sie die Dinge auch sauber benennen, dass man sich zurechtfindet. In meinem Fall fehlt jetzt hier noch die Bezeichnung Gesamt-DB. Und jetzt weiß dann auch der Korrektor, was Sie hier gerechnet haben und kann die Punkte vergeben. Gehen wir zur Nummer 2. Bei der Nummer 2 heißt die Aufgabe,
Wo ist die langfristige Preisuntergrenze und zu welchem Preis können Sie kurzfristig als Niedrigstpreis anbieten? Zur Definition nochmal. Die langfristige Preisuntergrenze sind unsere Selbstkosten. Und der Selbstkostenpreis bedeutet, dass alle Kosten gedeckt sind, die wir haben, aber kein Gewinn entsteht. Theoretisch könnte ich unendlich lange zum Selbstkostenpreis verkaufen. Ich würde halt keinen Gewinn machen, aber es wären alle Kosten gedeckt. Die kurzfristig niedrigste, der kurzfristig niedrigste Preis ist unser variabler Preis, der Preis der variablen Kosten. Wenn die variablen Kosten gedeckt sind, dann zahle ich bei diesem Produkt im Moment nichts drauf, erwirtschafte aber auch nicht die Kosten, die an Fixkosten noch anstehen. Also, erste Frage ist, wo ist sozusagen mein variabler Preis? Und die zweite Frage, wo ist mein Selbstkostenpreis? Schauen wir uns als erstes die kurzfristige oder absolute Preisuntergrenze an. So, was brauche ich dazu? Das sind also meine variablen Kosten. Und meine variablen Kosten sind zum einen mein Einstandspreis, das waren 10 Euro. Und ich habe zum anderen 2 Euro für die Verpackung. So, nachdem ich keine weiteren Variablen habe, war es das schon. Das heißt, ich muss die zwei Zahlen jetzt nur noch aufaddieren. 10 plus 2 gibt 12 Euro und diese 12 Euro sind gleichzeitig meine kurzfristige Preisuntergrenze. Das nächste, was wir uns jetzt anschauen, ist die langfristige Preisuntergrenze. Man kann es auch den Selbstkostenpreis nennen. Ich kürze das hier mal mit SKP ab. Dazu kommen jetzt neben den Variablen auch alle fixen Kosten. Also alle fixen Kosten, die mengenunabhängig entstehen. Und da hatten wir in den Angaben stehen, wenn Sie sich noch erinnern, wir haben 5.000 Euro an Fixen und 1.000 Euro an Vertriebskosten. Diese Kosten fallen unabhängig von den verkauften Stück an und sind deswegen fixe. Also, wir machen als erstes die 10 Euro Einstand. Die haben wir ja immer noch. Das sind noch Variable. Dann haben wir, wie oben, 2 Euro immer noch für die Verpackung. Dann kommen hinzu die 5 Euro für die Fixkosten. Und wenn Sie sich gerade fragen, wo kommen jetzt die 5 Euro her? Das waren 5.000 Euro, die in den Angaben genannt waren und wir verkaufen 1.000 Stück. Also habe ich jetzt schon mal zwischendrin diese 5.000 durch 1.000 geteilt. Das heißt, bezogen auf ein Stück bei dieser Verkaufsmenge habe ich 5 Euro pro Stück. Und das Gleiche mache ich jetzt gleich mit den 1.000 Euro, die für den Verkauf noch angefallen sind. Also das sind Vertriebskosten. Das waren aber eben auch fixe Vertriebskosten, 1.000 Euro geteilt durch 1.000 Stück, 1 Euro pro Stück. Strich drunter und zusammengezählt 12, 17, 18 Euro. Und diese 18 Euro sind jetzt meine langfristige Preisuntergrenze. Das heißt also, ich kann zu diesen 18 Euro beliebig lange dieses Produkt verkaufen, würde keinen Gewinn und auch keinen Verlust machen unter der Voraussetzung, dass unsere geplante Absatzmenge von 1.000 Stück auch tatsächlich funktioniert. So, und schon sind wir bei der Aufgabe Nummer 3. Die Aufgabe Nummer 3 lautet, wie hoch ist der Gewinnzuschlag in Euro und in Prozent? Also der erste Teil der Frage beleidigt unseren Intellekt geradezu. Wie hoch ist der Gewinnzuschlag in Euro? Wir wissen jetzt zweierlei. Wir wissen einerseits,
den Verkaufspreis. Der Verkaufspreis lag bei 25 Euro. Und wir kennen selbstverständlich auch unsere Selbstkosten. Denn das ist ja das, was wir gerade eben berechnet hatten. Die Selbstkosten liegen bei 18 Euro. Und wenn ich jetzt von meinen Umsatzerlösen die Selbstkosten abziehe, dann habe ich den Gewinn. Und er beträgt in diesem Fall 7 Euro. Schon haben wir den Gewinn in Euro ausgerechnet, überhaupt kein großes Ding. Was jetzt noch fehlt, ist die Berechnung in Prozent. Und Sie finden die Formel, wenn Sie es nicht im Kopf haben, selbstverständlich in Ihrer Formelsammlung, die Sie ja für dieses Fach verwenden dürfen. Was rechnen wir? Wir rechnen, wenn wir den Gewinnanteil in Prozent ausrechnen wollen, dann rechnen wir Gewinn mal 100 geteilt durch unsere Selbstkosten. In unserem Fall rechnen wir Gewinn 7 mal 100 geteilt durch die Selbstkosten, in dem Fall 18 Euro, und wir bekommen heraus einen Wert von 38,89%. Schreiben Sie im Zweifelsfall das Ergebnis zweistellig hin. Normalerweise würde es jetzt auch reichen, hier hinzuschreiben, entweder 38,9% oder oft gerundet 39%. Aber im Zweifel, wenn Sie es eh schon im Taschenrechner drin haben, dann schreiben Sie es halt auf 2 Dezimalstellen genau hin. Und schon haben wir die nächsten 4 Punkte wieder eingesammelt. So, und schon haben wir es fast. Die letzte Aufgabe noch in diesem Zusammenhang. Und die ist so ein echter Klassiker. Und immer wieder tun sich unsere Teilnehmer damit relativ schwer, obwohl es im Grunde ganz einfach ist. Dieser Typ von Aufgabe, wo es also heißt, und jetzt kommt zum Beispiel eine Verkaufsaktion, die kostet nochmal 5.000 Euro. Oder wir wollen ja nicht nur auf Null arbeiten, sondern wir wollen einen bestimmten Gewinn von X erzielen. Wie viel Stück müssen wir denn verkaufen? Da tun sich immer wieder viele schwer, aber im Grunde ist das ganz einfach. Das ist ja nichts anderes als eine Erhöhung unserer Fixkosten vom Grundgedanken her. Also wenn ich jetzt sage, ich will, und in dieser Aufgabe heißt es, es soll ein Betriebsergebnis von 2.500 Euro erzielt werden. Ich will also jetzt über die Fixkosten hinaus noch 2.500 Euro übrig haben. Dann kann ich das wie Fixkosten behandeln. Das muss nämlich durch den Verkauf des Produktes erwirtschaftet werden. Also rechnen wir zunächst mal unsere Fixkosten, die wir bislang schon kennen. Das waren die 5.000 Euro, die wir da haben. Dann haben wir noch die Fixkosten aus dem Vertrieb. K-Vertrieb. Das waren, Sie erinnern sich, die 1.000 Euro. Und jetzt will ich halt noch nicht den Strich drunter machen, sondern ich will noch einen Gewinn machen. Und zwar von 2.500 Euro. So, das können wir jetzt mal zusammenzählen. Das sind 6, das sind 8.500 Euro. Und das, was die Aufgabe von uns verlangt oder was die Aufgabenstellung verlangt, ist, die Frage zu beantworten, wie viele Stück muss ich verkaufen, um am Ende 8.500 Euro erwirtschaftet zu haben. Und das errechnen wir dadurch, dass wir die 8.500 Euro durch unseren Stückdeckungsbeitrag teilen. Also, wir rechnen die 8.500, die muss ich erwirtschaften, geteilt durch die 13 Euro, ich schreibe es mal daneben hier, das ist das Stück DB gewesen. Also wir haben an einem verkauften Stück 13 Euro Deckungsbeitrag erwirtschaftet. Und wenn ich das jetzt ausdividiere, dann kommen wir auf 654 Stück. Wenn ich also 654 Stück verkauft habe, dann habe ich
8.500 Euro erwirtschaftet. Von diesen 8.500 Euro gehen jetzt ab die 5.000 für die Fixkosten, die 1.000 für die Vertriebskosten, die auch fixen Charakter gehabt haben, und es bleiben 2.500 Euro übrig. Unser Gewinn, also genau das, was wir errechnen wollten.